Hallo zusammen, hier ist wieder Attila Antoch wieder für euch hier in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount-Achievement-Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um hier dieses schicke Alpaka. Das schimpft sich einmal Putty und dieses können wir über ein Achievement uns erspielen. Und zwar haben wir das einmal drin unter Erkunden und dann Dracheninseln und das heißt Kriminalgeschichte. Bevor wir uns das hier genauer angucken, schauen wir uns jetzt das Mount mal ein bisschen genauer an. Also wir haben hier einen Alpaka-Mount. Das Grundmodel kennen wir ja schon aus dem einen oder anderen, zum Beispiel von dem World Boss aus Voldun, so rum, auch ein Wüstengebiet. Da droppt zum Beispiel ein Alpaka und es gibt noch ein paar weitere. Hier haben wir die Besonderheit, wir haben einmal einen Hut mit drauf. Das ist so der Rätselhut, den man auch während des Ereignisses für sich selber bekommt. Und zwar das Ereignis schimpft sich Geheimnis von Azeroth. Und da kommen wir gleich schon mal zum Kern der ganzen Geschichte, denn dieses Alpaka-Mount können wir uns erspielen während des Ereignisses Geheimnisse von Azeroth. Keine Sorge, heute ist der letzte Tag, wo man das holen kann, beziehungsweise der erste Tag, wo man es holen konnte. Denn hier bei diesem Ereignis ist es so, dass es jeden Tag ein neues Rätsel in Waldracken gibt. Das ist dann immer eine kleine Questreihe, beziehungsweise manchmal kriegt man auch einen Hinweis, muss dann Sachen anklicken und kriegt dann wieder eine Quest. Also es ist keine durchgehende Questreihe, muss ein bisschen durch die ganze Welt tigern. Und dafür gibt es dann auch ein Achievement. Und das Achievement finden wir unter Erkunden Dracheninseln und das heißt Kriminalgeschichte. Es gibt insgesamt 15 Unterpunkte. Am ersten Tag konnte man 2 machen und dann jeden weiteren Tag hat man quasi einen Unterpunkt wieder annehmen können. Nach Aussage von Blizzard soll es so sein, solange man die erste Quest, also hier einen Bewahrer quasi angenommen hat in Waldracken im Gasthaus, das ist hier auf den Koordinaten 57, 46, wird man in der Lage sein, dass man dieses Achievement quasi auch danach noch weitermachen kann. Ich bin mir auch nicht sicher, weil es ein Event ist, kann es natürlich auch sein, dass es irgendwann wiederkommt. Vielleicht könnt ihr es dann auch nochmal spielen, aber das ist alles Zukunftsmusik. Am besten nehmt ihr jetzt noch die erste Questreihe an von dem Ganzen und habt dann eigentlich Zeit, das nach und nach freizuspielen. So wie das funktionieren soll, kommt halt jeden Tag eine neue Quest. Wenn ihr aber einige verpasst habt und jetzt ist das Event ja durch, also sind alle Quests freigeschalten, solltet ihr auch in der Lage sein, alle am Stück zu spielen. Ich habe von Leuten gehört, bei denen ging es, dass sie es am Stück gespielt haben, bei anderen hat es gebuggt. Müsst ihr halt gucken, wenn was nicht funktioniert, am besten Ticket aufmachen. Sind auch ein paar Fehler in dem ganzen Ding dran. Bei mir hat es jetzt aber geklappt, dass ich quasi alle 15 Unterpunkte abschließen konnte. Genau, sobald ihr die abgeschlossen habt, kriegt ihr dann einen Titel und zwar Ehrenbewahrer oder Ehrenbewahrerin und dann dementsprechend das Mount. So, das war es eigentlich das, was ich euch hier zeigen wollte. Kleine Randinformation noch, ich werde jetzt nicht alle Teile nochmal hinten an das Video schneiden, weil die sind teilweise Viertelstunde, manche auch 20 Minuten lang, dann wird das Video 5 Stunden lang, das wollte ich eher vermeiden. Ich werde euch in die Infobox unten reinpacken, weil ich habe für jeden einzelnen Unterpunkt ein eigenes Video gemacht und da könnt ihr euch dann quasi ein bisschen durchklicken, ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer für euch, schlichtweg deswegen, weil wenn ihr schon angefangen habt, dann habt ihr bestimmt schon den ein oder anderen Punkt abgeschlossen und dann könnt ihr euch quasi einfach durchmanövrieren durch das Ganze. Ich packe das am besten auch in eine Playlist rein. Und da könnt ihr dann schauen, welchen Tag ihr was abschließen müsst. Wichtig, um den Tag abzuschließen, müsst ihr immer am Ende quasi einen Unterpunkt abgeschlossen haben. Manchmal ist es nicht ganz offensichtlich, dass es noch wo weitergeht. Wenn dann nicht dieser Unterpunkt aufploppt, habt ihr es noch nicht fertig. Also das müsst ihr bedenken. Da hatte ich auch in den letzten Tagen einige Kommentare bei Leuten, wo es nicht geklappt hat. Die hatten dann einfach irgendeine Kleinigkeit am Ende noch vergessen. Und da müsst ihr gucken, dass ihr wirklich jeden Punkt genau, wie es ich jetzt in den Videos gemacht habe, einmal abschließt. Juti, dann war es das eigentlich hier für den kleinen Mount bzw. Achievement Guide schon. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann könnt ihr gerne in die ganzen einzelnen Tage reinschauen. Und dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.